dem Mikroanspruch gerecht zu werden. Und zum anderen habe ich der Blick frei. Ja, lieber Michael, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Er hat ja nur die Hälfte der Geschichte erzählt. Er wollte sagen, dass er mich als erstes anlegt, habe ich spontan Ja gesagt, weil ich mich geehrt fühlte. Zum einen ist das nicht so selbstverständlich, dass man die nüchterne Wissenschaft bei einem mit Liebe behandelten Tier dann gleich zugegen haben möchte. Zum anderen ist es eben so, es ist ein herausforderndes Thema und vielleicht auch für Wissenschaftler nicht so ganz leicht zu behandeln, aber ein außerordentlich wichtiges. Und ich finde es spannend, es bewegt mich auch in meiner Forschungstätigkeit seit langem und ich will gerne ein paar Punkte daraus bringen. Die Zeit ist limitiert, ich werde mich auf ein paar Einzelaspekte begrenzen müssen. Ich weiß, es war Interesse, wir hatten das in der Mittagspause, habe ich das unten schon gehört, genauer zu wissen, wer ist das, wo kommt der her? Der Name ist gesagt, ich habe von zu Hause her schon so ein bisschen landwirtschaftlichen Febel gehabt, wollte Bauer werden, fehlten leider die großen Flächen. Und so wurde dann ein Landwirtschafts- und Biologiestudium in Moskau. Aus der Zeit bin ich gut bekannt mit dem Michael Oldrich, das hat er ja vorhin angesprochen. Wir haben da zusammen die Studienbank gedrückt und schöne Erinnerungen. Und heute zum ersten Mal hatten wir beide die Chance, vor einem Hörsaal zu sprechen. Wir konnten sonst immer nur gemeinsam drin sitzen. Also von daher ist es auch ein dankbares Ereignis. Und Bonn hatte damals in der landwirtschaftlichen Fakultät ein Institut, was sich speziell mit Bestäubern und Honigbienen, Bienenkunde beschäftigte. Übrigens damals mit einem sehr starken Fokus auf die Frage Wechselwirkung Pflanzenschutzmittel und Bienen. Das, was jetzt nach 30 Jahren in der Wissenschaft groß angekommen ist, was sie alle bewegt, nämlich subklinikale Effekte, chronische Effekte, war damals Thema meiner Diplomarbeit und der Professor Trecher hatte das schon damals sehr, sehr gut im Blick, dass das eine wichtige Größenordnung ist. Damals haben da nicht viele zugehört. Dann ging es weiter in die Promotion und das war für mich der Einstieg in ein Varroa-Thema, nämlich die Frage Wechselwirkung Biene-Varroa. Gibt es Resistenzmechanismen, dann kann man da züchterisch was machen. Und das konnte ich dann mitnehmen, als ich 1990 an dieses besagte Bieneninstitut in Kirchheim gekommen bin. Das ist die Landesanstalt hier für Hessen, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen steht da auf den Folien. Das ist die Dachorganisation, die Gartenbau, Weinbau, Tierhaltung, Pflanzenbau in Hessen bedient, ausbildungsmäßig, beratungsmäßig und zum Teil auch forschend. Und da ist das Bieneninstitut, was selbst viel älter ist, das ist vor 90 Jahren in der Universität Marburg mal gegründet worden, ist heute eingebunden als die zentrale Beratungsanstalt. Und wir haben vier Auszubildende betrieben und wir halten gut 300 Bienenvölker und die meisten davon stehen in irgendwelchen Versuchen. Und wir geben viele Lehrgänge und beraten die 8000 Imker im Lande Hessen. Dazu zählen auch ein paar Bio-Imker. Und ich bin immer auch gerne bei der Bio-Imker. Nur, dass wir so ungefähr den Hintergrund kennen. So, genug der Vorrede. Das Thema. Ich habe es so akzeptiert, wie der Michael mir das vorgeschlagen hatte. Und dann hat man die Zeit, was vorzubereiten, aber ich muss sagen, spätestens seit Weihnachten krummelt es in meinem Hirn. Man hat sich überlegt, was sagst du dazu, wie ist das Ganze? Und in den letzten Wochen bin ich ein bisschen intensiver eingestiegen. Und ich habe mich sehr stark an den Begriff Tierwohl auch gestoßen, aus verschiedenen Gründen. Es gibt Definitionen, aber es gibt keine allgemeinverbindliche. Ich glaube, das ist eine ganz gute Betrachtungsgrundlage. Ein Wissenschaftler braucht ja immer als erstes Definition, damit er objektiv sprechen kann, wo man sagt, hier überlappen sich Aspekte, der eine überschrieben Gesundheit und Körperfunktionen, in der Hinsicht soll es dem Tier gut gehen, dann dieser Aspekt Normalverhalten, wenn wir von wesensgemäß sprechen, glaube ich, ist das sehr, sehr stark in diesem Bereich verankert. Also was haben wir an natürlichen Veranlagungen, die vielleicht für die Produktion gar keine Rolle spielen, aber die zum Tier dazugehören. Und das dritte ist dann vielleicht noch ein bisschen schwerer zu fassen, gefühlsbezogen. Michael, du hast es angesprochen, wir können der Biene ins Auge gucken, aber sie sagt uns nicht unbedingt, ob sie leidet oder nicht. Und gleichwohl nehmen wir an, dass auch die einzelne Biene ein Wohlbefinden hat, von mir geht es gut oder mir geht es schlecht. Also diese drei Größenordnungen.
Und wenn man dann einen Schritt weitergeht und sucht nach Definitionen, das glaube ich aber, da wird ja nachher ein berufener Redner hier vorne stehen. Ich gehe ganz kurz darüber. Diese Farm Animal Welfare Council ist vielleicht eine Gruppierung, die da früh auf Pfähle eingebrockt hat. Und bekannt ist dieses Fünf-Freiheiten-Konzept, wo man sagt, erstmal ist wichtig, die Tiere frei von Hunger und Durst zu halten, frei von haltungsbedingten Schäden. Kann man dann schön spekulieren, was heißt das in der Imkerei, die ich aber jetzt noch nicht einsteige. Freiheit von Schmerz, Verletzungen und Krankheiten. Spätestens da wird es richtig schwierig, wenn es um Bienen geht, die immer von bestimmten Keimen, von bestimmten Parasiten begleitet werden, die gut sein können oder auch schlecht. Freiheit von Angst und Stress, da haben wir diese Dimension. Und zuletzt Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensweisen. Also ist das ein erster Einstieg in Bewertungsmöglichkeiten. Und ich will das jetzt mitnehmen, wenn wir über Bienen sprechen und uns so einzelne Dinge anschauen. Lassen Sie mich aber zunächst noch sagen, warum mir das mit dem Tierwohl so schwer gefallen ist. Und das ist einfach der Fakt, dass man es lange Zeit nicht im Blick hatte, zumindest in der konventionellen Landwirtschaft nicht. Und dass es inzwischen vor allen Dingen ein Begriff geworden ist, der dem Marketing dient. Wenn Sie hier zum Beispiel diese Kampagne sehen, die Westfleisch als eine der größten Schlachter von Tieren in Deutschland praktiziert, die 40.000 Schweine am Tag vermarkten und Lieferbetriebe zertifizieren nach tierwohlen Kriterien, dass auch ihre Produkte aufdrucken. Da ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Begriff. Und inzwischen ist das ja deutlich in der Politik angekommen, wenn Sie sehen, wie unser amtierender Landwirtschaftsminister hier gerne aus den Händen von Herrn Lindemann, der vorher Staatssekretär war im Bundeslandwirtschaftsministerium, der selber mal Minister für Landwirtschaft im tierhaltungsreichsten Bundesland der Bundesrepublik war und für die Intensivhaltung in Niedersachsen verantwortlich ist, eben den Bericht zur Verbesserung des Tierwohls überreicht, nicht? Also, das hat er geschmeckt, der wird vielleicht woanders da. Und von daher finde ich den Begriff nicht so sehr schön, wenn er vielleicht missbraucht. Wir müssen uns der politischen Brisanz bewusst sein. Aber bekannt ist ja an der Stelle, dass vielleicht das Wirken der Bioverbände da schon wesentlich mitgewirkt hat, dass überhaupt der Begriff heute so markttauglich geworden ist. Ich höre gleich jetzt schon raus, ich habe eigentlich eine Bevorzugung dieses Begriffs Wesensgemäß, weil ich glaube, das bewegt Sie und das ist noch nicht so verbraucht und kommt mir da gleich näher. So, jetzt mögen Sie mich gleich aus dem Saal treiben, aber ich erlaube mir, wenn ich hier so als der kritische Wissenschaftler stehen darf, ein bisschen Ihre 20 Jahre Geschichte mal aus meinem Blickwinkel zu betrachten und vielleicht spreche ich für andere Bienenwissenschaftler mit. Und muss ich sagen, mich hat es vom ersten Moment an begeistert. Ich habe auch zum Teil damals mitwirken können, als dieser Prozess von Richtlinienfindung und so etwas anlief, dass man sagt, wir nehmen das Tierwohl, jetzt im positiven Sinne verstanden, und die ökologische Nachhaltigkeit unseres Produzierens in den Mittelpunkt unserer wirtschaftlichen Ausrichtung. Ich glaube, das ist wirklich das, was das Herzstück ist von ökologischen Produktionsrichtlinien insgesamt, nicht nur in der Imkerei. Und das, finde ich, ist ein ganz grundlegender und positiver Ansatz. Ich möchte dabei auch betonen, als Grundlage einer wirtschaftlich ausgerichteten Imkerei. Das wird da uns gar keinen Zweifel hingeben, weil manchmal hat man den Eindruck, wenn man mit jungen Imkern spricht, sie meinen, mit ihrer Imkerei Naturschutz betreiben zu können. Es geht nur um das Bienenwohl. Dafür brauche ich keine Haltungsrichtlinie zu schreiben. Ich habe es immer so verstanden, dafür steht auch unser Haus, wenn wir Imker ausbilden, junge Menschen ausbilden, die ihren Lebenserwerb damit erzielen sollen, dass es sehr wohl auch einen ethischen Wert hat, Landwirtschaft zu betreiben. Im Sinne von, für gute Arbeit erziele ich ein ehrliches Produkt und habe auf der Grundlage aber auch ein faires Auskommen. Ich muss nicht reich werden, aber ich möchte von der Arbeit meiner Hände leben können.
Und das habe ich immer mitgesehen in diesen Produktionsrichtlinien. Und von daher, vielleicht ist das nachher nochmal ein Punkt in der Diskussion auch, dass es aus meiner Sicht schade ist und zu denken gibt, wenn bis heute vielleicht bundesweit 10 Demeter Imkereibetriebe zertifiziert sind, die wesentlich ihr Lebenseinkommen daraus entziehen. Das wäre mir zu wenig. So, was ganz eindeutig zu erkennen ist, und das verbinde ich mit Glückwunsch und auch mit Dank an die Aktivität der Verbände und insbesondere von Demeter, die in vielerlei Hinsicht da voranmarschieren, ökologische Bienenhaltung hat heute Leitbildcharakter bekommen. Und dieser Prozess, der angelaufen ist mit der Diskussion über wesensgemäße Bienenhaltung, hat vieles in der Imkerei verändert. Und hat auch vieles im Denken von Institutionen und Ausbildungsstätten verändert. Ich glaube, da hat sich in den letzten 20 Jahren doch manches getan. Und das ist ein ganz großes Verdienst dieser Arbeit. Bei Rudolf Steiner, und ich bin früh und intensiv damit in Kontakt gekommen, dass ich selbst dann praktische Landwirtschaft auch auf einem großen Demeterbetrieb gelernt habe. Und mich hatte das immer interessiert. Ich bin bis heute nicht Anthroposoph geworden, wird wahrscheinlich auch nicht mehr gelingen, aber ich fand es immer außerordentlich spannend, auch die Hintergründe zu verstehen. Und ich denke, das ist sozusagen ja ihr Kerngeschäft, das ganz klar bei Rudolf Steiner im Mittelpunkt stand, das Wesen zu verstehen und zu beschreiben und von da aus dann das aufzubauen. Also wenn wir in den Kreisen vorher sind, dann wäre das dieses Natural Living. Das hat besondere Bedeutung, das ist in den anderen Ökoverbänden nicht in diesem Maße und damit können Sie aber einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. Wenn ich mir die Richtlinien im Einzelnen anschaue, dann sage ich, sie sind in vielem sehr konsequent. Das finde ich großartig, dass man auch Dinge durchzieht. Eben, vorhin ist ja vieles angesprochen worden im Bereich von Johannes Wirz, ich will das jetzt nicht vertiefen, das finde ich sehr, sehr gut. Auch wenn nicht alles davon unbedingt wissenschaftlich untermauert ist oder heute noch nicht untermauert ist. Wir können es auch so verstehen. In jedem Fall ist da Forschungsbedarf mit verbunden. Und das wollte ich sagen, in mancher Hinsicht fehlen die wissenschaftlichen Grundlagen. Das muss ich anmerken. Aber Wissenschaft hat die Weisheit ja nicht für sich gepachtet. Und so ist es vielleicht ein Geben und Nehmen, auch die richtigen Fragen stellen und dann auch durch entsprechende Forschung antworten. Aus meiner Sicht sind die Richtlinien allerdings ganz gewiss an manchen Stellen, nachdem sie 20 Jahre im Betrieb sind und wir wissen, wo wir heute mit der Imkerei stehen, auch erweiterungswürdig oder zumindest diskussionswürdig. Und vielleicht gelingt es, dass das eine oder andere, ich jetzt erstmal dazu auch anstoßen kann und wir nachher noch miteinander besprechen. Und ich würde es positiv sehen wollen, ich sehe das Ganze als einen Ansporn. Sie haben ein Leitbild und es ist ein Ansporn damit verbunden, die Dinge weiterzuentwickeln. Wir kommen mit den Bienen nie an einen Endpunkt, da sprudelt die Quelle, so wie wir die Fragen stellen. Und in diesem Sinne vielleicht fortwährende Suche nach einem vertieften Verständnis. Vertiefen wir unser Verständnis. Und da kommt für mich zunächst mal die Frage, wir haben es mit einem hochsozialen Organismus zu tun. Über wen unterhalten wir uns, wenn wir das Tierwohl definieren wollen? Ist es die individuelle Biene? Ist es das Volk? Ist es vielleicht sogar die Bienenpopulation? Das sind drei Ebenen, die sehr, sehr unterschiedliche Kriterien und Anforderungen mit sich bringen. Und ich habe das Volk am größten gemalt, optisch, weil es, glaube ich, unstrittig ist. Das steht in den Richtlinien im Mittelpunkt und das hat vielleicht eine ganz besondere Bedeutung. Gleichwohl denke ich, ist es wert, in alle Bereiche mal hineinzuschauen. Und wenn ich jetzt sage, Tierwohl, was liegt da an, und fange mal mit der individuellen Biene an, dann steht an erster Stelle Volkszugehörigkeit. Honigbienen sind eine der wenigen Arten, die es in der Evolution gegeben hat, die in ihrem sozialen Leben sich so hoch entwickelt haben, dass das Individuum ohne den Volkszusammenhang gar nicht mehr überleben kann. Eine Arbeiterin, die ich vom Volk abtrenne, die kann noch eine Woche vor sich her dümpeln, die kann Nahrung aufnehmen, sie ist aber hoffnungslos verloren. Und mit Sicherheit unter gewaltigem Stress, wenn ihr die Pheromongemeinschaft fehlt, wenn die Verständigungsgemeinschaft fehlt, das Nest fehlt, die Wärme fehlt, all das. Also das ist erstmal schon ein Punkt. Die
die wir Bienen gewaltig schädigen können. Und Volkszugehörigkeit, wir hatten vorhin das zentrale Organ der Königin gehört, das würde ich durchaus, kann ich das auch so ansprechen. Und da geht es los mit weisenlosen Völkern und Ähnlichen, die, unter der die individuelle Biene leidet und die sich auch physiologisch messbar sofort verändert. Ja. Ernährung können wir mit beeinflussen. Und wir wissen, dass von der Aufzucht her Ernährung ganz entscheidend über die Belastbarkeit, auch über die physiologische Ausstattung einer Biene, Sommerbiene, Winterbiene kennen Sie. Aber wir wissen, dass auch erhebliche Unterschiede sind, beispielsweise in der Pestizidempfindlichkeit von Bienen oder in der Immunkompetenz, wie wir das als Wissenschaftler ansprechen, wenn wir ganz gezielt nach der Fähigkeit suchen, bestimmte Abwehrmechanismen in der individuellen Biene zu entwickeln. Da spielt Ernährung eine ganz große Rolle. Natürlich können wir Bienen verletzen. Und wir Imker machen das ja dauernd. Kasten auf und Biene gequetscht und Stockmeißel falsch angesetzt und diese Dinge. Umso größer gewirtschaftet wird, umso mehr bleibt auch auf der Strecke. Das ist unmittelbar Schädigung am individuellen Tier. Und wir haben ganz eindeutig heute diese Schädigungen durch Pestizide und auch durch Medikamente. Und wenn in der Bio-Imkerei sehr gerne mit Ameisensäure beispielsweise gearbeitet wird, muss man wissen, das ist eins der Gifte, was den Bienen am allermeisten wehtut. Ja. Also es kommt zu starken Verletzungen. Die Biene ist nach einer Ameisensäure eine andere als vorher und wir schädigen sie. Wir nehmen das also zwangsläufig in Kauf, weil wir das Volk retten wollen, aber wir schädigen die einzelne Biene. Und da gibt es bessere und schlechtere Präparate. Wenn ich Humafos anwende, dann merke ich auch, dass die Biene sich physiologisch verändert. Aber ich kann sie nicht so leicht umbringen, wie ich sie mit Ameisensäure umbringen kann. Einfach mal so kritisch zur Kenntnis genommen. Das meiste spielt sich auf Volksebene ab. Und wenn ich die Richtlinie von Demeter lese und die ganze Beschäftigung bei Ihnen, dann fokussieren diese Dinge da drauf und da ist es toll, was in den Richtlinien steht. Sie haben da wirklich ganz, ganz vieles aufgegriffen, was mit Tierwohl zu tun hat. Wie soll die Beute aufgebaut sein? Wie ist die innere Nestordnung, dass wir die nicht zerstören? In konventionellen Betriebsweisen finden Sie ja ganz viel mit Waben umhängen und stopfen und verstärken und Futter aufreißen, all diese Dinge. Das ist bei Ihnen verpönt. Das ist wirklich sehr Standard in unserer Betriebsweise und dem, was wir auch in Kirchheit lehren. Der Wabenbau, heute besprochen. Warnverhalten, Jungvolk, Betriebsweise, diese Dinge, die regeln ganz wesentlich, wie es dem Volk geht. Und letztendlich finden wir diese Dinge wieder in der Volkskonstitution, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, also ein nüchtern wissenschaftlicher Begriff. Und ich habe den fett gemalt, weil ich dazu gleich auch noch ein bisschen vertieft was aus unserer Forschung sagen möchte. Und natürlich kommt hier die Krankheitsbekämpfung. Aber das ist zugleich schon ein interessanter Punkt, wo Sie sehen, dass ich nicht immer beiden gerecht werden kann. Ich hatte das jetzt eben mit den Medikamenten angesprochen. Wir bekämpfen die Krankheit am Volk, um das Volk zu retten und nehmen dabei zwangsläufig in Kauf, dass wir individuelle Bienen verletzen. Die Bienen selbst machen das, wenn wir fragen, was ist naturgemäß. Ein wesentlicher natürlicher Abwehrmechanismus gegen Krankheiten ist, dass erkrankte Individuen aus dem Volk abgetrennt werden. Das sind die krabbelnden, hüpfenden Bienen vom Flugloch, denen der Zugang verpönt wird, die rausgeschmissen werden, so wie Drohnen irgendwann auch rausgeschmissen werden, weil es dem Volk um das Volkswohl geht und nicht um das Wohl der individuellen Biene oder des individuellen Drohns. Der ist in dem Moment, wo die Funktion erfüllt ist, der wertlos. Um eine kranke Biene loszuwerden, ist ein Gesundungsprozess für den Organismus Volk. Also Sie merken, wie schwierig das ist. Es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern die Dinge sind verzahnt. Ich will die dritte Ebene nicht verschweigen, das ist die auch der Population, das Wechselspiel zwischen Völkern. Und auch da machen die Imker sehr viel. Sie bestimmen ja den Standort ihrer Völker, den der Schwarm sich in sorgfältiger Kleinarbeit selber suchen würde. Sie lassen vielleicht schwärmen, aber sie lassen den Schwarm nicht da einziehen, wo er hin will, sondern sie packen ihn in ihre Kiste und stellen ihn auf den Stand. Und meist haben auch sie auf den Ständen nicht ein einzelnes Volk, wie das bei Herrn Ziele in Arnold Forest ist, sondern sie haben 5 oder 10 oder auch mehr Völker auf einem Stand. Nebenbei angemerkt, es wundert mich, dass dieser ganz entscheidende Punkt, wie viele Völker leben da im unmittelbaren Austausch von Krankheitsteilen und in Nahrungskonkurrenz an einem Stand nebeneinander, keinen Eingang in die Richtlinie gefunden hat. Wäre für mich eine der ersten Dinge, die in der naturnahen Betrachtung von Bienenpopulationen ins Auge springt, dass wir da was ganz anderes haben. In der Natur ein Volk hier, eins da, eins dort.
bei uns auf den Ständen 5 und 10 und 20 und nochmal mehr an einem Platz. Die Völkerdichte, heute Morgen auch schon diskutiert, also ein ganz wesentlicher Aspekt von Wohlergehen des Individuums. Die Bienenherkunft, die Rasse, der Ökotyp. Herr Wirtz hat heute Morgen unsere Studie angesprochen auf europäischer Ebene. Bin Ihnen dankbar dafür. Ich gehe nämlich selber nicht drauf ein, aber die hat es ganz klar gezeigt. Wir haben erhebliche Differenzierungen zwischen Bienen verschiedener Herkunft und Standortangepasstheit spielen eine wichtige Rolle in dem Wohlergehen. Und dann kommt der Aspekt Selektion, man kann auch sagen Zucht, die Sie nicht so mögen, von der ich sage, Selektion ist das, was die Bienen über 50 Millionen Jahre auf dieser Erde lebendig und vital erhalten hat. Und wir haben Bienen heute nur deshalb, weil die Natur radikale Selektion betreibt, stets und ständig. Und das Problem, was wir haben, ist nicht, dass wir nicht selektieren, sondern das Problem ist, dass wir falsch selektieren. Aber dazu werde ich nachher auch noch was sagen, deshalb ist das fett in der Mann. So, jetzt habe ich das aufgeschaltet. Jetzt habe ich es wieder angeschaltet. Okay, gut. Vertieftes Verständnis. Volkskonstitution. Für mich war richtungsgebend ein Versuch, den haben wir 1992 am Bieneninstitut durchgeführt, und das war nebenbei bemerkt die Diplomarbeit von dem Ansgar Westerhoff, der eine oder andere kennt ihn, er ist ja heute bei Bioland organisiert, aber ist auch einer der frühen Stunden und ein großer Berufsbürger heute. Der kam damals mit seiner Diplomarbeit zu uns nach Kirchheim und suchte ein imkerpraktisches Thema. Da habe ich gesagt, wunderbar. In Kirchheim hatte mein Vorgänger, der Dr. Maul, als sichere Überwinterung von überzähligen Königinnen, so eine schwache Ablegerüberwinterung entwickelt. Wir haben im Oktober spät, wenn das Brutgeschehen zu Ende war und in den Kästen jetzt gesunde, gut gefütterte Bienen saßen, solche Völker aufgeteilt, aus einem starken Volk 3, 4, 5 Einheiten gemacht in Ablegerkästen. 4 Waben Deutsch Normal war es oder 3 Waben Zander. Aus diesen fertig eingefütterten Bienen mit ihren Vorräten und dann Königinnen zugesetzt, die wir in Begattungskästchen bereitgehalten haben. Ich gehe da jetzt auf die Hintergründe nicht näher ein. Was wir nur wussten, weil das seit vielen Jahren mit gutem Erfolg praktiziert wurde, ist, dass wenn diese extrem schwachen Einheiten über den Winter gegangen sind und sich ins nächste Jahr rein entwickeln, die ein rasantes Wachstum an den Tag legen und oftmals schon bis in den Juni hinein so stark sind wie Völker, die man ungeteilt überwintert hat und dann durchaus auch in der Waldhonigernte einen ebenso guten Ertrag hat. Und das ist ja biologisch doch ein interessantes Phänomen. Was passiert da? Ist das diese knapp am Brot vorbei oder wie hieß das vorhin so schön? Hat man manchmal so den Eindruck, der, wenn es überwunden ist, zu diesem enormen Wachstum. Er musste das mit wissenschaftlichen Methoden messen. Und das hieß Populationsmessungen, Bildung Ende Oktober, am 6. November waren 15 schwache Ableger und Vergleichsvölker ungeschöpft aufgebaut für seinen Versuch. Und er hat gemessen, und hier ist das Ergebnis, im Schnitt hatten wir 12.000 Bienen in den normalen Völkern und die Ableger waren etwa mit 3.500 Bienen gebildet. So sind sie über den Winter und im Frühjahr, ab Februar wurden alle paar Wochen die Völker kontrolliert und bis in den Juli gemessen. Und der Zuwachs bis zum 11. Juli 219% in den Vollvölkern, gleichzeitig 700% in den Ablegern. Also wunderbar bestätigt, ist tatsächlich ein völlig anderes Wachstum. Was wir nicht erwartet hatten, und das ist das Ergebnis, was mich so zum Nachdenken gebracht hat, seit vielen Jahren ist das Verfahren in Kirchheim praktiziert. Mit durchschnittlich weniger als 10% Winterverlusten. Der Ansgar Westerhoff macht seinen Versuch. Und ich werde nicht vergessen, als er nach der dritten Messung, Mitte April war das, abends in mein Büro kam und sagte, ich kann alles hinschmeißen, was hat er mir für Quatsch erzählt, dass das funktioniert, meine Ableger sind fast alle tot. Das Ergebnis, hier mal aufgeschrieben, eines von den Vollvölkern verloren im Zuge des Versuchs, nicht alle, aber 3/4 der Ableger, 56,5%. Wir hatten keine Erklärung, das hat es vorher nie gegeben. Ich
konnte mir nur insofern helfen, ich habe gesagt, und morgen gehen wir zusammen gucken. Wir hatten in dem Herbst etwa 50 Ableger auf dieser Art gebildet, zeitgleich. Und die nicht in seinem Versuch standen, die waren bis zu dem Termin noch gar nicht angeguckt. Die gucken wir uns morgen an. Und siehe da, diese Völker lebten und waren normal vorhanden. Und jetzt komme ich zu dem Zahlenspiel, das sehen wir hier, Anzahl Bienen, hier im November die erste Messung, dann Februar, März, April. Und das war dieser besagte Termin, 18. April. Und Sie sehen die normal überwinterten starken Völker, die hatten keinen nennenswerten Bienenabgang, aber in diesen Ablegern ging es hier im Frühjahr so runter, dass sie mit 1.500 Bienen praktisch nicht mehr lebensfähig waren. Und jetzt gehen wir zu den Völkern, die hier genauso gebildet wurden und stellen fest, dass sie stark wie im Herbst. Und das ist das, was wir kannten. Und dann haben wir den Versuch verändert und haben gesagt, okay, du gehst mit den beiden Gruppen weiter, aber du kriegst jetzt auch nochmal hier neun Völker dazu, die erst ab April gemessen werden. Ohne Wissen, die sind im Herbst genauso gebildet. Und so ist das mit drei Gruppen verlaufen. Und Sie sehen, Ende Juli waren diese Völker inzwischen so fast so stark wie die Vollvölker. Und die hingen noch zurück. Aber Sie sehen hier diese steilen Wachstumskurven, die sich dann einstellen im Vergleich zu dem, was die Vollvölker machen. So, jetzt kann man genauer reinschauen. Wo kommt das her, dieses Wachstumspotenzial? Und dann kommen die großen Unterschiede hier zustande. Bienenvölker wachsen, indem die vorhandenen Bienen übermäßig stark in die Brutpflege einsteigen. Und dann messen wir die Relation, wie viele Bienen kommen auf wie viele Brutzellen. Und dann sehen Sie normal starke Völker, die erreichen vielleicht mal vorübergehend 1,5 bis 2 Brutzellen je vorhandene Biene. Das haben Sie mal so Ende April, Anfang Mai in der stärksten Wachstumsphase. Eine erwachsene Biene im Volk sorgt gleichzeitig für zwei Töchter im Sinne von Zellen reinigen, Futter herbeischleppen, temperieren, all das, was wir tun. Eine enorme Leistung. Jetzt gucken Sie, was die Ableger machen. Die gehen hoch, durchschnittlich hier bis 3. Wir hatten Völker dabei, die haben zeitweise 4 Brutzellen hier gepflegt. Das ist das biologische Maximum. Kaum noch vorstellbar, wie das funktionieren soll. Die einzelne Biene strapaziert sich in einem derartigen Maße, erreicht damit aber, dass das Volk sehr, sehr schnell wachsen kann, erkauft sich das aber damit, dass sie selber in ihrer Lebensleistung nachlässt. Das machen jetzt die Wissenschaftler, die gucken sich das nochmal in solchen Korrelationsdarstellungen an. Und wenn man misst, wie stark ist das Bienenvolk und wie viel müssen die einzelne Biene jetzt als Brutpflege leisten, dann sehen Sie diesen ganz klaren Zusammenhang. Umso schwächer die Völker, umso mehr Brutpflege betreiben sie. Und das sind die absoluten Maximalwerte hier mit 4,5 Zellen. Ein starkes, ich möchte sagen, wohlkonstituiertes Volk macht das nie. Die dümpeln hier rum zwischen 1 und 2 in der Phase, wo sie wachsen. Sie kriegen das nicht zum Grundtarif. Sie können jetzt messen, wie lange lebt dann solch eine Biene. Und da sehen Sie die Brutpflegerate, die jetzt hier unten steht, die steuert die Lebenserwartung. Und Bienen werden langlebig, wenn sie keine Brut pflegen. So entstehen auch unsere Winterbienen. Die können viele Monate leben. Das haben sie aber auch im Sommer. Haben sie Bienen, die viele Monate alt werden, weil sie sich selbst kaum an der Brutpflege beteiligen. Und in dem Moment, wo sie stark arbeiten müssen, erreichen sie eine durchschnittliche Lebensdauer von 15 bis 20 Tagen. So hängt das im Volk zusammen. Gleichwohl, das Volk erkauft sich damit diesen Wachstumsschub. So, und jetzt kann man das zusammenfassen. Jetzt wissen wir, warum die wachsen und warum das funktioniert. Und das haben natürlich pfiffige Imker auch längst entdeckt. Und wenn Sie sehen, wie Frau Aumauer, Aumeier oder der Herr Liebig oder so etwas bekannte Größen heute durchs Land gehen, dann lernen Sie ja sehr zeitig im Frühjahr eine Brutwabe entnehmen und lassen das wir leiden und bis zum Herbst ist ein starkes Volk draus geworden. Dann machen Sie aus einem Volk, machen Sie 10 Jungvölker laufen. Ist machbar. Oder wie wir es gelernt haben, wir machen aus einem Volk 4 Einheiten, die im nächsten Jahr sich hervorragend entwickeln. Wir hatten mal eine Meisterschülerin, die hat darauf ihre Arbeit geschrieben, die hat ausgerechnet, dass der Betrieb 300% der Deckungsbeitrag liefern kann gegenüber der normalen Imkerei. Also wirtschaftlich reizvoll. Und so gehen wir nämlich mit den Bienen um. Wir wollen ja Profit draus ziehen. Und jetzt merken wir hier, das Wachstumspotenzial. Also entwickeln wir eine Betriebsweise, die das Optimum ausschöpft. So etwas ist wirtschaftlich sinnvoll, aber mit dem Risiko verbunden.
Sie reizen das System aus. Und das ist die Lehre, die ich aus dem Versuch ziehe. Mit diesem optimierten Verfahren auf 4 Waben über Winter ist alles schön und gut, solange alle Faktoren stimmen. Es kommt eine kleine Veränderung. Und das war in dem Fall, dass der Ansgar Westerhoff 3-mal den Kasten geöffnet hat. Einmal im November, im Februar und im März. Und dieses 3-mal Öffnen für ein paar Minuten, Wabe kühlt aus, ich gucke alles genau an, hängt es wieder zurück, sachkundig. Keine unnötigen Strapazen, aber 5 Minuten ist der Kasten offen. Hat ausgereicht, dass 3/4 der Völker zusammenbrechen. Meine Damen und Herren, das ist das, was heute Land auf Land ab passiert. Nicht nur in der Winkelhaltung. Wir meinen ja immer, bei uns alles in Ordnung. Nein, nein, bei uns sind die Dinge vielfach auch nicht in Ordnung. Das Gleiche passiert in den Milchhaltungsbetrieben. Wenn Sie heute 10.000 und 12.000 Kilo Milch aus einer Kuh melden, dann steht die Kuh nach dem Kalben nicht mehr auf. Und dann ist sie spätestens nach der 3. Laktation eben ein Schlachter. So gehen wir heute mit dem Vieh um. Das ist genau das Gleiche. Und mit uns machen wir ja auch nichts anderes. Wir prügeln die Leistung heraus bis zur Belastungsgrenze und wundern uns, wenn unsere Kinder in Selbstmordraten landen und wenn wir psychologische Betreuung brauchen und vorzeitig aussteigen. Oh, ich bekomme hier nur nichts. Nicht gut. Ja, ja, ich will die Zeit haben. Ich will nur sagen, wie sehr Bienen dem ähneln, was wir insgesamt in den Gesellschaft sehen. Ziehen wir das Fazit, nüchtern wissenschaftlich. Bienenvölker gleichen Abweichungen von der Sollstärke wunderbar durch Unkompensation aus. Das ist ihr angeborener Mechanismus. Das geht aber nur, wenn sie die nötigen Reserven haben. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie konnte das in der Evolution entstehen? Warum halten die Bienen diese Reserven? Warum wollen sie nicht alle sich stärker entwickeln und viel häufiger sterben? Nein, sie brauchen es, um besondere Herausforderungen bestehen zu können. Und die Bienen, die wir heute haben, die nach 50 Millionen Jahren Evolution übrig geblieben sind, die haben den schlimmsten Winter mit sämtlichen Krankheitskeimen, die hier rumgeistern, auf völlig ungeeignetem mineralstoffhaltigen Honigtau runter, haben die überlebt. Das waren die paar, die durchgekommen sind. Aber nur, weil sie Reserven hatten, mit denen sie diese Extremsituation bewältigen konnten. Was wir wissen müssen, so etwas unterliegt immer natürlichen Grenzen. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, auch bei den Bienen nicht. Und wenn wir diese natürlichen Grenzen nicht wahrnehmen, dann bekommt man ein labiles System. Der Zusammenbruch, der kommt dann immer vermeintlich ganz plötzlich. Und das ist das, was alle eben erkennen, seitdem es Varroa bei uns gibt. Der Varroa-Verlust kommt immer ganz plötzlich. Die haben alle im Mai, Juni, haben die gar keine Milben. Dieses Jahr sieht es gut aus. Und Ende Juli, Anfang August fangen die Telefone an, heiß zu laufen. Mein Volk bricht an Varroa zusammen, so viele verkrüppelte Flügel. Wo kommen die denn auf einmal her? Ja, bisher hat das Volk den Schaden einfach weggesteckt. Die Milben haben sich bestens entwickelt auf der saftigen Brut. Nur irgendwann kann das Volk es nicht mehr wegstecken. Wenn erstmal 20% der Brutzellen erkrankt sind, dann fehlt der Nachschub, um gesund zu können. Und dann ist der Zusammenbruch immer vermeintlich ganz plötzlich. Und dann waren es die Pflanzenschutzmittel oder sonst was, weil mein gutes Volk das ja nicht gewesen sein. Da lügen wir uns in die eigene Tasche. Und viele Imker schätzen insofern den tatsächlichen Gesundheitszustand, das Wohlergehen für die Pflanzen. Allerdings fehlt auch uns als Wissenschaftler bis heute das einfache Kriterien-Set, an dem wir sagen, bei dem Volk geht es gut und dem geht es nicht gut. Es ist ganz, ganz schwierig. Das ist eine Vielzahl von physiologischen Parametern. Ich wäre froh, wenn wir da in der Zukunft noch voran. So, jetzt der letzte Teil, aber ich muss Gas geben. Vertieftes Verständnis. Populationsethik. Wenn ich jetzt schon bei Selektion in 50 Millionen Jahren angekommen bin, dann muss ich feststellen, im natürlichen Selektionsprozess dreht es sich nicht um die Biene als Individuum und auch nicht um das Volk. Es ging allein immer um die Arterhaltung. Es geht um Populationen. Und da ist es im Zweifelsfall ganz egal, ob es irgendeinem Volk nicht gut geht und das untergeht, solange genügend übrig bleiben, die die Art fortführen, die Population fortführen. In diesem Sinne bin ich überrascht, wie wenig in den Richtlinien zur naturgemäßen Bienenhaltung von Demeter stimmt. Ich habe mal kritisch geguckt, was ich finde. Da gibt es eine interessante Anmerkung zur Rasse. Es soll mit einer an die Landschaft und die Örtlichkeit angepassten Biene der europäischen Rassen ohne Einkreuzung aus anderen Kontinenten geimpft werden. Ja, klingt
klingt so, als ob man nicht wusste, was man reinschreiben sollte. Man hat das Grundproblem erkannt, sie müssen angepasst sein. Aber sind denn hier in Kassel Bienen angepasst aus ganz Europa? Die Natur hat eine Fülle von Ökotypen hervorgebracht, die sich alle unterscheiden, auf engem Raum. Also da ist nicht weit gedacht worden und da hat man Angst, mit dem Thema ernsthaft umzugehen. Und auch mit Auslese zu tun hat, was man unter Bienengesundheit liest. Ein Bienenvolk sollte aus eigener Kraft ein gestörtes Gleichgewicht regulieren, kommt noch ein Zwischensatz. Der Verlust einzelner für bestimmte Krankheitserreger oder Schädlinge besonders anfälliger Völker ist im Sinne einer natürlichen Auslese hinzulegen. Ja, das gefällt mir. Das sagt einer mal mutig. Ein Verlust kann doch eine Verbesserung für die Population bedeuten. Unser Tierwohl ist nicht nur dem Volk, muss es gut gehen. Sondern wenn ein Volk sehr krank ist, dann lass es doch sterben. Dann ist es weg, dann geht es den anderen vielleicht besser, die nicht an der Krankheit so was leiden. Also dieser Grundgedanke klingt da irgendwo an, aber er ist überhaupt nicht weitergedacht und er ist nicht konsequent ausgeführt. Und ich sage Ihnen, wenn wir nach 20 Jahren mit Varroa heute größere Probleme haben, als wir es damals hatten, und das gilt ja, weiß Gott, nicht nur für die ökologische Imkerei, sondern erst recht für die konventionelle, dann liegt das daran, dass bis heute uns in Deutschland noch keiner auf der Populationsebene denkt. Und Bayer und Co. machen es einem auch nicht leicht, die wollen ja ihr Produkt verkaufen. Und jeder Imker möchte jedes Volk erhalten. Ja, schön, hat vielleicht was mit Tierwohl zu tun, aber es ist der Untergang der Population. Und das ist die Situation, vor der wir heute stehen. Das ist mein großer Anspruch, was ich mitnehmen möchte in die Diskussion. Also Sie fragen ja, wie gestalten sich die nächsten 20 Jahre? Ich setze auf die Bioverbände. Wenn ihr es nicht seid, die das Thema aufgreifen und die sagen, wir haben Verantwortung für die Bienenpopulation, wer denn dann? Ich rede mir ja den Mund fusselig, auch bei den anderen Dingen. Sie kennen die paarungsbiologischen Fakten. Königinnen paaren sich nur im freien Flug und das über weite Distanzen. Wir wissen, das kann bis zu 7-10 Kilometer sein, was Thron und Königin aufeinander zufliegen. Paarung meist an diesen Thronensammelplätzen. Und ein Thronensammelplatz heißt, da sind 15, 20, manchmal 30.000 Thronen in der Luft gleichzeitig. Und einige wenige davon paaren die Königin. Mehrfach paaren. Heute Morgen war es angesprochen, 40 Mal, das sind Spitzenwerte. Wir gehen davon aus, durchschnittlich etwa 20 Paarungen hat eine Königin bei vernünftigen Wetter. So, und dann diese Feststellung, Selektion vor allen Dingen über die Drohnen. Da machen sie was ganz Tolles. Sie lassen Drohnen zu, die dürfen natürlicher Bestandteil eines Volkes sein. Aber haben Sie sich mal Gedanken gemacht, warum die Evolution das so entwickelt hat, dass eben 18% meinetwegen im Schnitt als Drohnen angelegt werden? Wir haben es mal gemessen, fruchtbare Völker ziehen etwa 40.000 Drohnen im Laufe einer Saison auf. 40.000 Drohnen. Damit diese 1, 2, 3 Königinnen, die im Zuge von Schwärmen und Umweisungen und so etwas entstehen, gepaart werden. Eine Relation von 1 zu 20.000. Warum ist das so? Selektion. Die eigentliche Selektion findet auf Drohnenebene statt. Das ist dieser massive Überschuss, aus dem man schöpfen kann. Der riesige genetische Vorteil, dass Drohnen haploid sind und damit Erbanlagen nicht verstecken können, sondern sie haben nur einen einfachen Informationssatz und der schlägt durch. Und dieses wunderbare System mit weiten Flügen und drohenden Sammelplätzen, die konkurrieren perfekt auf Populationsebene. Die fliegen aus 5 Kilometer Umkreis zusammen, das sind bei uns hier in Hessen im Schnitt 600 bis 800 Völker, die im Einzugsgebiet eines drohenden Sammelplatzes stehen. Und all diese Völker tragen potenziell dazu bei, dass Königin mit bestimmten Gruppen an den Platz gepaart werden. Und dieses System, ein Biologe, erlauben Sie mir, wenn ich auf die Art hier vor Ihnen stehe, der fragt sich bei so einem komplizierten Biologie, wie dem Paarungsbiologiesystem von Honigbienen, wie kann das entstehen? So etwas kann sich nur etablieren, wenn es enorme Vorteile, Fitnessvorteile in dem langfristigen Überleben bringt. Die Natur hat genau dieses Paarungssystem entwickelt, weil es so wirkungsvoll gegen Krankheitserreger selektiert und für Resistenz und für Vitalität der Völker. Das ist der Grund dahinter. Und es ist zugleich die Ursache geworden für diese europäische Rassen, die wir haben. Und innerhalb der Rassen eine Vielzahl von Ökotypen. Wir hatten mal hier ganz stark auf andere Partien.
Seit 1870 etwa haben die Menschen gelernt, Mobilbauerköniginnen zu finden, Königinhandel aufgeblüht. Wir haben heute ein Mischmasch, der durch Europa verbietet. Und das wird immer schlimmer, weil einzelne gute Zuchtlinien europaweit verbreitet werden und die seltenen Arten verdrängen. Und da sind Sie es, die gerufen sind, zu sagen, nein, standortorientiert, so wie es der Natur der Bienen entspricht. Dass sich das lohnt, das zeigt man an der Karte. Wir haben heute eine Reihe Beispiele, wo inzwischen eine hochgradige Varroa-Resistenz entstanden ist. War morgen auch mal angeblüht. Bootmann-Experiment. Auf der Insel Texel gibt es sowas. Es gibt sowas in Avignon. Ich komme gerade von der Bienenkonferenz diese Woche in Münster. Da haben wir gehört, dass in Norwegen eine Gruppe ist, die langfristig übernehmen. Ich bin eingebunden in Versuche hier unten in Kroatien auf der Insel Unje. Da haben wir Völker, die seit 7 Jahren unbehandelt stehen. Und so weiter. Es gibt eine zunehmende Zahl von Beispielen, wo wir wissen, europäische Bienen kommen mit Varroa gut zurecht. Aber dahinter steht immer eine langfristige Auslese unter starken Befallstruhe. Verbunden mit dem freien Spiel dieser Paarungsbiologie. Und wenn wir das wieder zusammenführen können, dann werden Sie überrascht sein, wie schnell sich Resistenz etablieren kann. Dass das bei uns nicht ergibt bisher in unserem Imkerhaltungssystem, im Gegenteil schlimmer wird, hängt an der Art, wie wir Bienen halten. Der Varroa-Befall, der entscheidet nämlich an erster Stelle über die Fitness der Drohne. Wir wissen genau, eine Zelle, die mit einer Varroa-Welle befallen war, ergibt niemals einen Drohnen, der im freien Paarungsgeschehen zum Zuge kommt. Also die Natur stellt von allein sicher, dass es nur die Widerstandsfähigkeiten sind. Insofern sagen wir heute in unserem Zuchtprogramm für Resistenz, für uns sind nur Völker nachzuchtwürdig, die bewiesen haben, dass sie relativ lange Zeit unbehandelt stehen. Das bedeutet aber für mich als Imker, ich muss dann nach Schadschwellen arbeiten. Und viele von Ihnen tun das. War froh, heute Morgen das zu hören. Dass eben nicht routinemäßig zu bestimmten Terminen behandelt wird, wie das heute Land auf Land ab üblich ist, sondern das einzelne Volk selektiv dann, wenn es diese Schadschwelle erreicht hat, mit der Chance, dass Völker erhalten werden, die eben ohne Behandlung auskommen. Und jetzt kommt das, was für Sie eine Herausforderung sein muss. Behandlungsbedürftige Völker auflösen, das wäre konsequent im Sinne der Richtlinie. Sie müssten sie töten, um der Natur zu folgen. Die Natur macht nämlich genau das Gleiche. Jetzt werden Sie sagen, warum lassen wir denn nicht einfach sterben? Warum behandeln wir auch morgen nicht mehr? Sage ich Ihnen, das ist nicht zu verantworten wegen dieser Dominoeffekte. Solange Sie Bienenvölker in Ständen halten und in hoher Dichte, dürfen Sie nicht einfach sterben lassen. Sie reißen damit die Gesunden nur auf den Tod. Wenn Sie eins hier, eins da, eins dort haben, dann dürfen Sie auch sterben lassen. Und dann sind Sie am natürlichen System. Sie werden von Ihren Bienenständen nicht abgehen. Insofern müssen Sie Befall messen und müssen nach Schadstellen eingreifen, um die Gesunden gesund zu erhalten. Und behandlungsbedürftige Völker gehören aufgelöst. Oder wer das nicht möchte, der mag sie meinetwegen behandeln. Nur die Mittel können wir uns auch nochmal separat unterhalten. Aber dann gehören solche Völker ungeweißelt. Und da bin ich ja scheinbar an einem Tabubruch angekommen, dass ich das Organ nicht transplantieren darf. Ich würde dann lieber noch eine Transplantation vorlegen, wenn ich nicht gleich den Tod verantworten möchte. So, und dann heißt der Weg, gutes Zuchtmaterial verwenden, das entwickelt sich in ihren eigenen Betrieben. Es gibt aber auch Züchter, die ganz gezielt auf Varroa-Toleranz selektieren, da finden sie heute schon gutes Material, um auf dem Weg voranzukommen. Und dann den letzten Schritt realisieren, Paarung in einem natürlichen System. Und an der Stelle sagen Sie heute, freie Paarung am Standplatz, das wäre wunderbar, wenn das 7 Kilometer Umkreis Ihres Stammplatzes alle Völker so geführt sind. Die Realität sieht anders aus. Die anderen 500 Völker um Sie herum, die werden intensiv mit Chemie behandelt und es fliegen genau die Drohnen von den Völkern, die am intensivsten behandelt werden. Und so wundern wir uns, dass die Spirale sich fortwährend nach oben dreht. Und da gibt es im Moment nur einen Ausweg. Wenn Sie sich nicht dieses 7 Kilometer Umfeld schaffen können, dann gehen Sie auf Belegstellen, das ist genau die Idee. Und da gibt es inzwischen Belegstellen, wo man konsequent sagt, wir halten aber die Völker unter hohem Befallsdruck, damit sich eben nur die durchsetzen können. Eine derer habe ich mal hier in Bild, Belegstelle Gelberg, das ist so ein vorsichtiger Ansatz, an dem wir heute sind. Vielleicht nicht die beste Lösung, aber ich sehe im Moment keine andere Chance, um in dieser Richtung voranzukommen.
So, und in dem Sinne habe ich es dann doch noch geschafft, der Michael ist ungeduldig. Ich hoffe, ich habe es nicht überstrapaziert. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, hoffe auf eine lebendige Diskussion und vor allen Dingen viel Freude wünsche ich Ihnen.